Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unterstützt die deutsche Industrie mit Milliardensubventionen, die er sich von der EU-Kommission genehmigen ließ. Mit 4,16 Milliarden Euro im letzten Jahr sorgte er dafür, dass Deutschland zum Subventionsvizemeister Europas avancierte. Frankreich liegt mit 4,42 Milliarden knapp davor. Diese Hilfspolitik ruft jetzt Kritik bei anderen EU-Ländern hervor. 11 EU-Mitgliedstaaten, darunter Schweden, kritisieren in einem offenen Brief die großzügigen deutschen Subventionen und deren Folgen für den Wettbewerb. Subventionierte Unternehmen wie Holdingsaar, ArcelorMittal, Salzgitter AG und ThyssenKrupp erhielten enorme Summen. Genauso internationale Firmen wie Intel, TSMC und Northvolt für ihre Projekte in Deutschland. Die Beschwerdeführer sehen in den deutschen Hilfen eine Bedrohung für den fairen Wettbewerb und die Standortstärke kleinerer Länder. Götz Reichert vom Zentrum für europäische Politik weist auf die langfristige Ineffektivität von Subventionen hin und rät zu besseren Standortbedingungen. Deutschland konkurriert indes nicht nur in Europa, sondern auch mit Staaten wie den USA, wo hohe Subventionen die Regel sind. Habeck schlägt als Lösung Steuererleichterungen vor und setzt bereits auf Klimaschutzverträge, die schnellere Unterstützung ohne Brüsseler Genehmigung versprechen. Doch auch diese Maßnahme könnte bald Gegenwind von EU-Nachbarn erfahren.